Und herzlich willkommen zu Survival Games auf Hive. Fuck yeah. Wir spielen auf SG6, glaube ich. Und so. Und ja. Schauen wir mal, ob wir was reißen. Ich habe ja schon einen Laufweg, den wahrscheinlich fast jeder als Laufweg hat. Und was ist das? Eine Kiste? Das ist eine Kiste. Soll ich überhaupt in die Mitte ran? Habe ich keine Chance für so. Bei so. Ja, gut Deutsch. Und ja. Komm, komm, komm. Ich renne trotzdem in die Mitte. YOLO! Ja, ich habe Rüstung, ich habe Rüstung. Ich habe gute Rüstung. Aber ich habe kein Schwert. Das ist natürlich mal behindert. Ist irgendwo eine Kiste? Oh fuck, jetzt werde ich auch noch bei Skype angeschrieben. Komm, komm, komm. Gib Gas, Minecraft-Charakter. So. Okay, so. Schwert, ich hab hier Schwert und so. Okay, und sonst, ne? Dann schauen wir uns mal die Kiste an. Steinschwert, das ist richtig nice. Und jetzt wäre Essen noch gut. Ich nehme ein paar Pilze mit, falls wir eine Schüsse finden. Ich mag die Map eigentlich ziemlich gerne. Also, ich finde die ziemlich cool. Nur, das halt, das Problem ist halt, warte, hab ich vergessen. Das Problem ist, was ich vergessen habe, was das Problem ist. Ja, genau, das ist das Problem. Was ist das? Warum kann ich das auch machen? Lol. Warum kann ich das mit den Pilzen nicht auch machen? Na egal. Voll Pilze diskriminieren und so. Das brauchen wir nicht. Das. Ah, wir haben wenig Essen. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Ich sag mal, chilliger. Ah, da ist er. Wir gehen jetzt direkt auf ein los. Da ist noch ein zweiter. Das sind drei. Fuck. Drei Leute. Okay. Das ist natürlich mal so cool. Ich verzehre jetzt mal zu dem Frieden und töte ihn. Jetzt komm! Oh yeah! Wir haben ihn gekillt. Jetzt müssen wir uns um die anderen kümmern. Jetzt renn nicht weg, du Pussy. Wo rennt er denn hin? Will er hoch? Ah, warum will er denn da zurück? Warum rennt er jetzt weg? Weil keine Pussy. Komm, jetzt kommt vor der. Das her. Ist wirklich jetzt wieder der rennt wirklich dorthin, wo ich hergekommen bin. Was für eine Pussy. Wahrscheinlich ist er irgendwo anders hingelaufen. Also hier oder hier gelaufen. Na, ich schätze mal. Hier. Wahrscheinlich hier falsch. Aber egal. Komm ich wieder raus. Lol, in ein Haus. Wir sind noch ganz vorne und wir haben kein Essen. Scheiße, wir haben nur dieses Cooked Chicken. Haben wir irgendwie besseres? Scheiße, wir haben nichts zum Essen. Ich werde in irgendeiner Kiste irgendwas nehmen. Aber es ist. Dann kann ich hier mal Bullshit ran. Das wird nie. Oh nein, das Essen brauche ich noch. Niemand braucht diese Kiste. Egal, ich verplempe nur meine Zeit. No cake. No cake. Deshalb lese ich gar nicht weiter. Wenn ich no cake lese, dann lese ich gar nicht weiter. Weil das ist eine Beleidigung. Oh, da ist er. Die einzige Chance ist jetzt, ihn zu killen, weil ich glaube, das kann ich kaum machen. Oh, er kommt. Oh, komm. Komm her. Ja, du Flanke. Ich sneak, ne? Ich versuche ihn jetzt hier zu folgen.
merken. So, jetzt haben wir dich. Oh, nice. Nice, nice, nice. Sind die Sachen? Ah, da ist noch ein Leder. Oh, Cookie. Oh, Steak. Da sind viele Sachen. Oh. Boah, ich rede gar nichts zu Ende. Aber ich könnte es auch zaubern. Das werde ich auch machen. Ich weiß sogar, wo der Zaubertisch ist. War wie ein Bild. Viel Bullshit auch. Wohin werfen wir das? Wohin könnte. Da ist eine Kiste. Komm, ich bin hier rein. Kann ich den mitbekommen? Oh ja, ich bin irgendwie reingekommen. So, das brauche ich nicht. Das. So. Wir haben einen Bowl. Also jetzt sind unsere Essensoren weg. Wir haben einen Bowl. Und ganz viele Pilze. Fuck hier. Wir haben zwei Bogen. Zwei Bögen, nicht zwei Bogen. Jetzt muss ich schon nachdenken. Mein Deutsch ist nicht das Beste um die Uhrzeit. Wie spät ist es überhaupt? Oh, sehr ist 10. Lol. So, jetzt werden wir zum Zaubertisch gehen. Der ist bei dem einen Boot, wenn es mich nicht täuscht. Hoffe ich jetzt erst einfach mal. Oh, da war noch niemand. Das ist natürlich ziemlich praktisch. Oh, da ist er. Das ist nicht so cool. Aber er hat nicht so viele Sachen geklappt. Könnte ich ihn besiegen? Und da liegt Zeug, Alter. Warum? Oh, mein Inventar war ja voll. Oh ja. Ich bin Genius. Jetzt. Das sind zwei. Kämpfen die miteinander? Ach, egal, Jolo. So, den Hammer. Und der. Gut ist, dass ich überhaupt nicht geschwächt worden bin. Durch den. Weil ich da so überraschend. Na komm. Komm jetzt her. Jetzt renn nicht so weg wie eine Pussy. Oh ja, den Hammer. Fuck yeah. Ja, ja, ja. Okay, jetzt haben wir auch Essen genug. Oh, Eisenboots. Haben wir auch hier irgendwo einen Helm. Sehr schön. Sonst gibt es hier nichts Besonderes. Oder? Passt. Dann würde ich sagen. Gehen wir dann gleich zum Zaubertisch. Was wir eigentlich schon vorher wollten. Boah, wir haben fast komplette Eisenrüstung. Ja, ja. Ich steige in den Druck. Ich weiß nicht warum. Also, es sagt mir nichts. Instinkt. Ich weiß gar nicht, drauf stellen soll. So. Aber jetzt haben wir wenigstens genug Essen. Haben wir eigentlich mehr Pfeile? Ja, das brauchen wir. Und wir haben auch welche. Was haben wir welche dazu bekommen? Yay! So, hier legen wir jetzt ein Zeug rein, das kann man brauchen. Oder Schuhe? Nein, ein Eisenschuh. So. 5 Tribute nur mehr? Fuck. Muss ich noch schnell verzaubern. Und wie geht sich das noch aus? Ich glaube, es war beim zweiten Schiff, also nach dem Wrack, das direkt das. Erste gescheite Schiff, das da glaube ich. Ich habe das einmal in so einer Aufnahme gesehen, ich weiß nicht, war das LP mit Cat oder so. Oh, keine Ahnung. Oh, fuck. Fuck it. Aber der hat das. Lol, den own ich da weg. Warum sind eigentlich alle gerade hier? Egal. Ich muss verzaubern. Ich muss verzaubern in den letzten 5 Sekunden. Schnell, schnell. Schnell. Ja, wirklich. Gib mir Level 1. Nein, da war's. Und ich tu weg. Oh ja, ich bin zu Beginn. Sharpness. Das ist gut. Jetzt. Nur. Das ist gut. Alter, 25 Brot! The fuck? Okay.
25 Brotform, 25 Brote, meint ich natürlich. Zwei Tribute nur mehr. Ich und der. Alter. Let's go, Alter. Alter, was hat der für ein Hack? Ich könnte. Oh yeah, wir haben gewonnen. Fuck. Yeah, awesome Runde. Kann ich das auch machen? Oh nein, wir haben schon. Wir haben. Yeah, GG. Wir haben gewonnen. Yay. Und das allein. Na gut, ich wünsche noch einen schönen Tag. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.